Hey Leute, was geht ab? Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zur allerneuesten Runde Random. Diesmal der Ru 251 bei mir am Start, neuner deutscher Lighting. Vorab erstmal die Erklärung zu diesem Account. Das ist mein Presse-Account. Der heißt standardmäßig WOT-Press-Account-Zahlen oder sowas. Ich habe den umbenannt, weil wenn du damit im Random rumfährst, dann ist das so ein riesenrotes Schild. Bitte schieß auf mich, ich bin special und das vermeide ich gerne. Deshalb habe ich diesen Account umbenannt. Also wundert euch nicht, ist kein fremder Account, ist mein Presse-Account, um so ein bisschen ja unterm Radar unentdeckt zu fahren, weil ich habe es schon erlebt. Glaubt mir, im Presse-Account, da sehen die Leute, ah, der muss wichtig sein, den will ich weghaben. Deshalb, ja, Account umbenannt. Okay, heute Ru 251 bei mir am Start. Warum denke ich, ist es einer der besten Lighttanks auf der neuen und warum denke ich, ja, machte sehr viel Spaß zu spielen? Find mal gleich heraus. Erstmal Blick vorher auf den deutschen Forschungsbaum hier, wie man denn zu dem guten Stück gelangt. Ich glaube, hier in dieser Reihe sind mit die berühmtesten Panzer überhaupt. Jeder kennt den Panzer 1C mit seinem Ratatat-Maschinengewehr, glaube ich, hat jeder schon mal gespielt. Wenn nicht, dann solltet ihr euch den auf jeden Fall mal zulegen und ausprobieren. Sehr spaßiges Gerät. Genauso Lux auf Tier 4. Ich glaube, einer der stärksten Stufe oder der stärksten Panzer Stufe für Stufe. Lux ist wirklich starkes Teil, auch mit dem MG. Leopard wurde ein bisschen genervt, glaube ich, mit der Zeit, aber dennoch, 5er Light kann einen Stabi verbauen. Absolut stark, ja, solltet ihr nicht überspringen. Sehr gutes Fahrzeug. VK 28, so ein Panzer, der, ja, der wurde ein bisschen genervt. Ihm wurde seine Derpgun entfernt. Er hatte eine 105mm Derpgun, war damit sehr lustig zu spielen. Auf der 6 ist der kleine dicke Hans auch so ein bisschen ein Ram-Monster gewesen. Ziemlich lustiger Panzer. Genauso hat der Spick gelitten, er hatte einen 3-Schuss-Autoloader auf seiner 90mm Kanone. Sehr schade, dass sie die entfernt haben. War einer meiner Lieblings-Tier 7 Panzer und hatte dadurch auch einen sehr eigenen Spielstil mit diesem Autoloader. War wirklich klasse, ich habe den Spick geliebt. Und ja, seit es den Aufklärungspanzer nicht mehr gibt, ist nun der HWK-12 im Spiel, was wie so ein Spick auf Steroiden ist, also ja, einfach aufgeblasen mit bisschen besseren Stats halt, nichts wirklich Besonderes, kein wirklicher Unterschied. Und dann seid ihr bei Tier 9 auf dem Ru angelangt, was ich denke, das Highlight der ganzen Reihe ist, oder zumindest von Tier 7 oder Tier 6 aufwärts, nämlich hier kommt ihr weg von diesem großen Boxy-Brotkasten-Prinzip, das sind alles relativ große Lighttanks, hin zu einem sehr flachen, schnittigen, geschmeidigen Panzer. Und ja, die Ausnahme macht der 10er auch nicht mehr. Ja, da sind wir wieder bei dem Boxy-Prinzip, weshalb ich denke, dass man eher beim 9er aufhören sollte, aber mehr später noch dazu. Okay, was macht den Ruf für mich besonders? Das ist zum einen ganz klar die Kanone. Ich weiß, es ist primär ein Lighttank, da sollte man vielleicht nicht so viel Wert auf die Kanone legen, aber ich denke, das ist die beste 9er Lighttank-Kanone, deshalb sollte man hier definitiv einen Blick drauf werfen. Standard-Pen von 215 ist mit das höchste unter den 9er Lighttanks, genauso 250 Heat ist absolut in Ordnung, kann ich guten Wissens empfehlen. Genauso habt ihr eine HE von 100 mit 102 Durchschlag. Das ist eine Ausnahme unter den 9er Lights. Ja, kein anderer 9er Light hat so eine gute HE. Und es ermöglicht euch halt nicht nur gegnerische Lighttanks relativ zuverlässig frontal zu durchschlagen. Das ermöglicht euch halt auch beispielsweise Mediums in den Seiten zu durchschlagen oder generell Panzer in der Heckpanzerung zu durchschlagen. Ja, mit einem Light kann es durchaus vorkommen, dass ihr flankiert und dann von hinten an den Gegner ranfahrt. Deshalb nehmt ein bisschen HE mit. Das ist ein deutlicher Unterschied von 240 auf 320 Alpha. Solltet ihr definitiv dabei haben. Ja, kann ich wirklich nur empfehlen, die Munition. Genauso Genauigkeit, nicht allzu gut, aber Lighttank-typisch, ja, das ist so ein bisschen WGs Art, diese Lighttanks vom Campen abzuhalten. So interpretiere ich das mal. Ja, das ist, glaube ich, mit die genaueste Lightkanone, die du kriegen kannst. Mit 0,36 ist sie natürlich nicht wirklich genau. Also sei darauf vorbereitet, dass viele Schüsse gerade auf Entfernung einfach nur sonst wohin gehen werden. Ich halte es ein bisschen für unsinnig, weil ich denke, so eine kleine Kanone sollte auch ziemlich genau sein. Ich meine, ein guter Spieler, der wird nicht nur snipen, sondern der wird wissen, wann zu spotten ist, wann er für sein Team die richtige oder die Spot-Funktion zu übernehmen hat oder andere Funktionen zu übernehmen hat. Deshalb denke ich, sollte sie ein bisschen genauer sein. Keine 0,30, aber vielleicht eine 0,33 oder sowas, damit man ein bisschen zuverlässiger auf Entfernung ist. Ja, ich meine, deutsche Kanone zeichnen sich durch Präzision aus und 3,6 ist dann halt doch schon, ja, nicht auf einem sehr guten Level. Aimtime von 2 Sekunden trägt noch zu diesem flexiblen, guten Bild dieser Kanone bei. Das heißt, mit 2 Sekunden und guten Softstats könnt ihr relativ schnell
stehen bleiben, euren Schuss abgeben und weiterfahren. Und davon lebt der Panzer ja. Es ist ein sehr mobiler Panzer, ein sehr schneller Panzer. Das heißt, diese Hit-and-Run-Taktik könnt ihr damit sehr gut machen. Das heißt, schießen, weiterfahren. Und erlaubt euch halt auch relativ gut, irgendwelche Snapshots abzugeben. Und ja, alles in allem eine sehr gute Kanone, denke ich. Und eine definitiv eine der besten, wenn nicht die beste 9er Light-Kanone. Was ich noch hervorheben sollte, ist die Mobilität auf dem Panzer. Ihr habt den Topspeed von 70, was das schnellste ist unter den dem 9er Lights. Setzt sich nicht wirklich sehr viel ab. Ja, ich glaube, die anderen Topspeeds sind so um die 65. Setzt sich nicht sehr viel ab, aber kann den Unterschied machen. Ja, gerade gibt es viele Positionen auf Maps, wo die Lightings sich am Anfang oder wo es die Lightings ausfechten. Und da können die 5 km/h wirklich schon den Unterschied machen. Ja, ich denke jetzt zum Beispiel an Minen auf den Hügel zu fahren, Tundra auf den Hügel zu fahren, solche Sachen. Ja, oder wie heißt die Map mit dem großen zerbrochenen Schiffswrack, die neue Wintermap, ja, da hoch auf dieses Schiff hochzufahren. Das zum Beispiel, können die 5 km/h den Unterschied machen und denke ich, ist definitiv noch eine Stärke des Panzers. Und dann noch, warum er sich aus dieser ganzen deutschen Leitlinie so ein bisschen abgrenzt, ist, dass er keine große Box ist, sondern ein relativ flaches Profil hat. Ist zwar relativ lang, der Panzer, aber dadurch, dass er so flach ist, nicht wirklich so einfach zu treffen. Und dadurch ist er schon ein besserer Scout als ich jetzt einen HWK einschätzen würde oder zum Beispiel den 10er Rheinmetall-Panzerwagen, ja, was eine riesen Brotkasten ist. Gut, kommen wir hin hier zur Crew. Ich habe eine 3-Skill-Besatzung hier drauf. Denke ich, ist auf Tier 9 realistisch. Brothers in Arms, ganz typisch, müssen wir gar nicht mehr drüber sprechen. Und dann denke ich, sind die 2 essentiellen Perks, die ihr definitiv mit ausbauen solltet, Camo und Reparatur. Bei der Camo hier ist es ganz wichtig, wir haben jetzt einen Tarnwert von ca. 33% und ihr seht, 11% davon, das heißt ein Drittel, kommt nur durch diesen Camo-Skill, ja, und er ist gerade mal auf 3 von 4 Leuten geskillt. Das heißt, man könnte sie noch um gute 3% boosten hier, diesen Camo-Wert, und solltet ihr auf jeden Fall nutzen, weil Camo ist essentiell auf einem Light-Tank, ja, und gerade diese extra 30% Camo, die ihr durch diesen Skill bekommt, können wirklich den Unterschied machen, ob ihr jetzt den Gegner light spottet, ob euch der Gegner light spottet oder nicht, oder generell wird er damit später aufgehen. Deshalb auf jeden Fall Camo-Skillen auf einem Light hat höchste Priorität, wenn ihr mich fragt. Genauso noch Repairs. Oft kann es passieren, dass, wenn ihr scoutet, euer Repair-Kit zum Beispiel nicht bereit ist, lädt sich gerade auf, ihr werdet getrackt und dann da 10 Sekunden stillstehen, um die Kette zu reparieren, dauert, ja, und wird der sichere Tod sein, deshalb Repairs auf jeden Fall skillen, sorgt einfach nur dafür, dass die Ketten wieder schneller repariert werden. Und genauso mit dem Arti-Stun heutzutage oder mit dem Arti-Splash-Radius heutzutage, da reicht es, wenn die Arti 10 Meter neben euch schießt, die Ketten sind so leicht, ja, dass sie relativ schnell zerstört werden. Ich denke, da ist so ein Repair-Skill ziemlich, ziemlich gut, ja. Auf den Kommandanten, 6. Sinn, brauchen wir auch nicht drüber sprechen, ganz klar, aber Situational Awareness, das heißt nochmal extra Sichtweiten-Perk. Ja. Es gibt die beiden Sichtweiten-Perks, einmal auf dem Kommandanten und einmal auf dem Funker. Der andere Sichtweiten-Perk ist, wo ist er? Ist der hier, Recon. Der eine bringt, glaube ich, der bringt 3% und der bringt 2% mehr Sichtweite. Also immer als erstes den mit den roten Signalwellen-Skillen. So merke ich mir das immer, ja, das Rote, das bringt mehr. Weil der bringt 1% mehr Sichtweite und als der andere, ja, und dann sind wir bei guten 500 Metern und das macht ganze 12 Meter aus, also würde ich euch auch nur empfehlen. Als nächster Skill kommt dann hier der andere Sichtweiten-Skill dazu, hier die Gunhandling-Skills und der auf dem Ladeschützen. Die Perks sind relativ sinnlos, da kann man sich sonst was, kann man sich eigentlich auch sparen. Gut, Equipment hier drauf, ganz Standard, da zeichnet sich der Panzer nicht irgendwie von anderen 9er Lights ab oder Mediums ab. Ich denke, das ist das vielseitigste Layout, was man jetzt auf diesem Panzer fahren kann. Ein Stabi einfach nur, damit ihr diese gute Kanone nochmal weiter ausbaut, indem ihr bessere oder einen kleineren Zielkreis damit habt, kann ich nur empfehlen. Genauso Optiken ist Pflicht auf jedem Light. Das heißt, ihr boostet eure Sichtweite nochmal um extra 10%. Ja, macht ihr bei der Sichtweite wie viel Meter aus? Optiken 43 Meter, also essentiell. Und genauso Ansetzer für halt noch ein bisschen mehr DPM. Jetzt kann man natürlich so ein bisschen in beide Extreme diesen Panzer ausbauen. Man kann für volle DPM, kann man beispielsweise den Stabi rausnehmen und hier die Lüftung reinbauen. Dann habt ihr nicht nur mehr Sichtweite, sondern auch nur mehr DPM. Man kann aber beispielsweise auch den Ansitzer ausbauen
und die Lüftung aus reinmachen dafür, ja, um jetzt gutes Gunneling oder das bessere Gunneling trotzdem zu wahren, die bessere Sichtweite zu haben, aber man scheißt so ein bisschen auf DPM. Man kann genauso, wenn man das gerne möchte, ne, kann man einen Ansitzer reinbauen und Binos und in Tarnets beispielsweise, oder genauso kann man es voll auf Scout ausbauen, indem man Optiken, Binos und ein Carmonet reinbaut. Also gibt es viele Möglichkeiten. Ich sage immer, beim Equipment gibt es kein richtig, gibt es kein falsch, weil jeder Spieler hat andere Präferenzen, hat einen anderen Spielstil und bevorzugt deshalb andere Equipments. Deshalb ausprobieren und selber für sich entscheiden. Ja, mein Loadout hier, ihr seht, ich habe eine ganze Menge an HE dabei. Solltet ihr auf jeden Fall mitführen. Ich denke, 8 ist eine gute Zahl. Damit habt ihr genug, um jetzt den durchschnittlichen 9er Light zu killen und halt auch noch ein, zwei Schüsse für die Arti über zu haben. Ja, für die Arti ist es immer sehr praktisch. Mit 320 Alpha könnt ihr beispielsweise manche 8er Artis one-shotten, ihr könnt 7er Artis one-shotten und ihr könnt, ganz wichtig, alle 9er und 10er Artis two-shotten damit. Also würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt habe ich hier noch die Schokolade an Bord. Ich weiß, das kann sich nicht jeder leisten, gerade die Leute, die Free-to-Play spielen. Aber ich denke, wenn es Schokolade wert ist, dann auf jeden Fall auf einem Light. Weil wenn wir uns wieder die Sichtweite hier angucken, macht das Ganze 22 Meter aus. Und ich denke, diese 22 Meter sind sehr entscheidend, um hier nochmal das letzte Quäntchen an Sichtweite rauszuholen. Deshalb Schokolade, wenn ihr euch das leisten könnt und wenn es es euch wert ist, baut es auf jeden Fall rein. Gut, dann würde ich sagen, wir haben ein bisschen zu viel gequatscht. Wie viele Minuten labern wir hier wieder? 10 Minuten am Labern. Tut mir leid, Leute, aber ich versuche so alle Gedanken zu meinem Tank zu schildern. Das geht alle raus an alle die immer meckern, dass ich zu viel laber. Überspringt's einfach. Alright. So, wir sind hier auf Highway gelandet. Auch wenn ich die Map nicht mag, muss ich sagen, dass für diesen Panzer die Map eigentlich keine schlechte ist. Ist eine sehr offene Karte, das heißt, bietet viel Platz fürs aktive Spotten, aber hat gleichzeitig eine Menge Gebüsche, Gebäude, um halt beispielsweise passiv zu spotten oder halt Deckung zu nehmen. Keine Arti wünscht man sich natürlich immer. In einem Lighting hingegen wünscht man sich ein bisschen Arti, ja, um jetzt beispielsweise ferne Ziele, die man aufmacht, wo das Team nicht draufschießen kann, ja, kann die Arti immer noch draufschießen. Aber hey, gehen wir mal, nehmen wir einfach so mit. Okay, ich denke, ich werde hier das Feld spotten. Von der anderen Seite würde ich jetzt die anfahrenden Heavys in dem Bereich spotten, aber da wir von der Seite spawnen, würde ich eher mich Richtung Feld orientieren, um einfach dem Team eine frühe Info zu geben, was das Gegnerteam vorhat, was hier passiert. Was das Team dann damit anfängt, ist deren Sache, aber kann ich zumindest sagen, dass ich meinen Part erledigt habe. Ja, wer hier den Super Topspeed ausnutzen von 70 km/h und hier wie so eine kleine Spotrunde drehen. Ja, das Haus mitnehmen ist nicht allzu schlau. Ja, bremst mich komplett. Generell solltet ihr so Gebäude und sowas meiden, weil es halt sehr stark abbremst. So, er hat mich schon gespottet, ist okay. Bisschen riskant, was ich hier mache, aber genau, sowas beispielsweise möchte ich natürlich aufmachen. Immer in Bewegung bleiben, ich fahre konstant rechts, links und will nicht stehen bleiben. Okay, jetzt sind da vorne die Spots da. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Würde jetzt hier kurz warten. Jawohl, das sind die Spots, die ich haben will. Um hier Haldern zu spielen, muss sehr vorsichtig sein. Sobald ich aufgehe, muss ich wegfahren, weil der Badger 12T in der Mitte kann definitiv auf mich schießen. Und die Schüsse will ich nicht wirklich einstecken. Leider abgeprallt. So, jetzt bin ich offen. Muss hier sehr weit unten bleiben. Gegner haben hier sehr viel. Unser Team reagiert leider nicht wirklich darauf. Skoda T50 ist in die Stadt gefahren. Könnte hier sehr gut arbeiten auf dem Feld. Ja, Lorraine schon tot. Das ist typisches Highway-Gefecht, ne? Mein Team fährt komplett in die Stadt. Das Feld wird sehr schnell gepusht. Und dann ist es vorbei. Ja, ich kann jetzt hier nichts machen, ne? Das ist Halldown, Nahkampf. Da bist du mit dem Light komplett fehl am Platz. Wir schauen, dass ich hier vielleicht auf dem Feld noch irgendwie was aufmachen kann. Eigentlich müsste unser Team volle Kanne pushen, aber weil die nichts machen, ja, hilft es nicht zu meckern, sondern muss sich anpassen. Wie kann ich die am besten integrieren? Ist einfach nur, indem ich versuche, irgendwie hier zu scouten, weil die können diese Position hier schon einschießen. Ah, ich habe Schussfeld, nice. Sehr schön. Durch 10 Büsche, ja, habe ich keine Angst aufzugehen. So, schwächste Panzerung ist der Progetto.
So, und jetzt muss ich schauen, dass ich diese Leute irgendwie integrieren kann in den Fight. Oh, ich bin offen. Was für eine Leiter unten, ne? Das heißt, indem ich sie hier spotte, aber die scheinen es nicht wirklich zu bemerken. Ne, die fahren einfach weg. Naja, 0 zu 6 ist auch ein super Start. Lul. Gut, dann bringt's nichts, allein hier zu bleiben. Ich wäre überrannt und bin sofort tot. Das bringt überhaupt nichts, hier zu bleiben. Deshalb, ja, das Beste draus machen. Snipen, hoffen, dass unser Team die Stadt wenigstens gewinnt. Es wird nicht einmal die Stadt gepusht. Ja, die Stadt hätte schon gewonnen sein müssen, wenn er mich fragt. Aber hey, your average World of Tanks Team, ne? Such mir jetzt hier eine Position, um wenigstens ein bisschen Schaden anzubringen, weil, sind wir ehrlich, was kann ich hier viel machen? Bisschen Deckung muss sein. So, die Kette abwarten und die Kette mitnehmen. Hat er sein Repair-Kit eingesetzt? Hier ist der Bad-Shit. Komm ich nicht hier ran? 1 zu 8, das sieht ja glorious aus. So, werde jetzt das HE benutzen gegen den Bad-Shit. Jawohl. Auch wenn es ein Lower war. Immer noch guter Schaden. Get wrecked. So, 1 zu 1 gegen den Badge 12T habe ich kein Problem mit. Jawohl. Aber irgendwie stirbt hier das komplette Team gerade weg. Da möchte ich nicht rausfahren. E7, guten Tag. Ja, das ist so dieser Schadensbegrenzungsmodus. Du weißt, dass du nichts wirklich mehr gewinnen kannst, deshalb einfach noch so viel wie möglich aus der Runde rausholen, indem ihr halt viel Schaden macht und so. Oder versucht, möglichst viel Schaden zu machen. Okay. Ja, ich habe mein Bestes gegeben. 2400 Schaden, ich denke, damit kann ich mich hier zufrieden geben. Team war leider eine absolut komplett Ausfall. Ich meine, wenn 10 Panzer in die Stadt fahren, dann erwartest du, dass sie da pushen, dass sie sehen, dass sie in Überzahl sind und einfach nur volle Kanne Druck machen, weil das ist die einzig mögliche Option in dieser Situation. Aber die haben gar nichts gemacht, einfach nur stehen geblieben. Brauchen wir uns nicht wundern, dass wir so auf die Schnauze kriegen. Aber gut gemacht vom Gegnerteam. Einfach nur drüber gepusht. Find's auch ein bisschen imbalanced, muss ich sagen. Von unserer Seite ist es sehr schwer, die offene Flanke zu gewinnen, weil die TDs permanent reinschießen können. Das Gelände wurde so sehr abgeflacht, dass du mittlerweile aus der Gegnerbasis da reinschießen kannst. Ich find's Quatsch, aber das ist WG-Map-Design, ne? Once again, ja, mit Abstand. Sogar Top-Damage hier. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Was haben denn unsere Zehner gerissen hier? 1 und 3 Schuss Schaden. Leute, da muss mehr kommen. Aber gut, vergessen wir die Runde. Ah ja, man kennt's, ne? Man kennt's. Wenn du Himmelsdorf spielen willst, dann wähle dein Light Tank. In spätestens 3 Runden wirst du auf Himmelsdorf spawnen. Alright, aber ist gar nicht so schlecht. Da kann ich euch zeigen oder versuchen zu erklären, wie man Himmelsdorf am besten mit dem Light spielt. Ich sehe hier 3 Artis. Wo stehen die Artis gerne? Auf den Gleisen. 1-2er Linie. Ich habe gute Camo, ich habe gute Sichtweite. Könnte zum Beispiel probieren, relativ aggressiv Richtung D1 vorzudringen, um die Artis hinten zu spotten. Aber halt außer Sichtweite der TDs zu bleiben. Ja, stehen auch sehr gerne auf JK1 da hinten in der Ecke. Könnte genauso einen Mittelspot geben. Ja, wenn man hier am Anfang an die Hausecke fährt, kann man da die Basis aufmachen, was da quert. Findet man manchmal auch eine Arti, ist aber manchmal schwer wegzufahren. Hügel hingegen mag ich nicht so, weil es sehr viel Nahkampf ist. Genauso ist man nicht safe vor der Arti da. Ja, deshalb lieber versuchen, Camo, Sichtweite und Geschwindigkeit hier auszunutzen, die Stärken des Panzers, und versuchen, auf den Gleisen eine Arti rauszunehmen oder vielleicht TDs zu spotten. Hab ein Backup von einem TD, das heißt, ich kann nicht so aggressiv hier reingehen. Ah, das finde ich gerade ein bisschen schade. Spiel sehr gerne hier hinten, sehr aggressiv. Jawohl, die ersten Panzer schon gespottet. Hat er mich gesehen? Nee, hat er nicht, weil T49 ein fetter Lighting ist, habe ich ihn auch spottet. Guckt euch den Klopper an. So, unsere Artis hinter mir könnten da gerne schon reinschießen. Ja, nochmal ausholen. Jawohl, guten Tag. Könnte sogar einen Schuss auf die Grille riskieren. Denn hier kann mich niemand spotten. Okay, ging voll vorbei.
Okay, weil wir hier nur einen TD haben. Ja, einen Light Tank und die beiden Artis, werde ich hier nichts Aggressives probieren. Ach, ich habe den Spot nicht bekommen auf dem Defender, das ist lustig, ne? Haben sie irgendwann mal so geändert, dass du nach 20 Sekunden keinen Spot-Damage mehr kriegst, was ich ziemlich unsinnig finde. Das Fenster erscheint immer wieder. Alles klar? Was war das denn? Habt ihr es gesehen? Auf einmal dreht sich der ganze Bildschirm. Ja, eine gute Position, um relativ safe zu verteidigen. Zu spotten. Weil ich möchte eigentlich nur für meine Artis hier scouten. Den Defender frontal anzugehen, wäre nicht wirklich sinnvoll. Unser TD ist leider tot und ich glaube, ich werde mich dazu entschließen, hier wegzufahren, weil, sind wir mal ehrlich, die können jetzt einfach frontal durchfahren und uns hier auseinandernehmen. Sieht wieder überhaupt nicht gut aus für unser Team. Sehr schöner Hit, AD. Versuche mal hier an den, ihn da aufzunehmen, aufzumachen, den T49. Oh, er ist noch gestunt, das ist sehr gut. Hat dadurch sehr schlechte Sichtweite, wird mich möglicherweise nicht spotten. Ah, hat er aber, okay. Ah, den Light Tank, Adi. Das ist das wichtigste Ziel. So, gehe immer noch davon aus, dass die Grille hinter denen steht. Weiß nicht, ob ich jetzt hier noch viel spotten kann für die Lloyds. Ich noch hoffen? Nein. Schuss auf den Amix versuchen. Geht drüber. Gebt die Flanke jetzt hier auf, kann nichts machen, bin komplett allein. Also, kann ja auch nichts wirklich halten, deshalb... Tut's mir sorry, Leute. So, jetzt, dass unsere Leute da relativ aggressiv pushen, könnte ich eventuell einen Schuss auf den T10 mit loswerden. Komm nicht wirklich ran. Kommt's drauf an, was er macht. Wer mich hier so positionieren, um die Leute beschießen zu können. Falls sie weiterfahren. Ah, hier ist 7 und WZ haben erkannt, dass die Flanke hier stirbt. Das ist gar nicht schlecht. Hat geschossen, sehr schön. Ja, das Wichtigste auf den Stadtmaps mit Lights ist, passiv zu bleiben, ja. Nicht HP irgendwie groß traden, weil HP sind gerade im Endgame eure größte Stärke. Deshalb passiv bleiben, es ruhig angehen. Jetzt pusht der T49 in GV Tiger, ich habe nicht aufgepasst, dass er da hinten durchschlüpfen konnte. Und Hit. Ah, nicht gepennt leider, schade. Pennen wäre der sichere Kill gewesen. Okay. Und du machst ihn aus der Fahrt. RNG will nicht, dass er hier stirbt, der Kollege. Aber kriegen wir raus. Und wieder steht's 4 zu 11. Leider bin ich nur der Light Tank und kann nicht wirklich viel machen, aber ich gebe mein Bestes hier. Wie die Light Tanks hier einfach durch, die Leute hier einfach rumfahren. Rasha, da. So, AT. Will unbedingt noch auseinandergenommen werden, ha? Huh? Uch, Leute. Kommt, ist gut. Ist gut. Ja, keine Chance, ne? Aber ey, Teams, reißt euch zusammen. Wenn wir uns unsere Panzer angucken, IS-7, E4, 257, 257, WZTD, das sind absolut klasse Stadtkämpfer. Ja, wir haben gegen Grille gespielt, gegen Objekt 704, das ist lange nicht so gute Stadtpanzer. Da weiß ich nicht, wie wir so hart verlieren können. Krass. Leute, was ist da los? Strengt euch an. Ein Schuss Schaden auf den Zehner hier. Was ist da los? Kann nicht sein, sowas. Ja, ne, und dann sitzt du im Light Tank und musst halt zuschauen, wie dein Team auseinandergenommen wird. Da kannst du nichts wirklich machen. Aber schauen wir mal hier. Die Map meinte ich vorhin. Glacier, genau. Heißt sie auf Deutsch Gletscher? Ja, whatever. Zumindest die Map meine ich, ne? Man kann schnell da auf den Gletscher hochfahren oder auf dieses vereiste Schiffswrack. Könnte ich jetzt hier tatsächlich probieren. Ist ein Top-Tier 15-Matchmaking, relativ nobel. Wovor ich jedoch viel Schiss habe, ist, dass der T49 da mit der Dirpgun steht. Oder ankommt. Ja, man kann hier relativ lang beschießen, die Panzer, während sie hochfahren. Wäre ich nicht riskieren. Wäre hier in die Mitte fahren und versuchen zu spotten, ein bisschen zu schießen, geht eigentlich relativ gut am Anfang. Muss vorsichtig sein vor TDs, vor Artis, aber ich sollte die spotten können, die TDs. Alright, let's go. Team, jetzt zusammenreißen. Könnt ihr nicht mit 3 Niederlagen rausgehen. Das geht ja mal gar nicht.
Nein, die kommt mit. Wie verteilt sich das Team? Ein paar Mediums darüber, drei da drüben. Heavy-Flanke, relativ Standard die Verteilung. Ja, ich glaube, das ist mit einer der besten Positionen hier am Anfang. Könnt dort relativ tief in die gegnerische Basis schauen. Könnt auf Heavys schießen. Aha. Ein RNG heute. Absolut klasse. Absolut klasse. Caravan, guten Tag. Camera Rating ist gut genug, um noch einen zu drücken hier. Genau so. Immer noch nicht offen. Er hat vielleicht nicht die beste Besatzung, der Kollege. Ah, es war schon im Proxy-Bereich. Er ist sehr aggressiv da oben. Versuche hier artig safe zu stehen hinter der Klippe. Er wird damit nicht durchkommen, Kollege. Vorsicht. Ah, scheiße, nicht gut gezielt. Aber der wird ja nicht viel reißen können, oder? Der hat sich da ein bisschen festgefahren, der Kollege. Nochmal fahre ich da nicht hoch, ist zu riskant. Chariot hier stand da beispielsweise vorhin schon. Genauso weiß ich nie, wo die Arti hinzieht, ne? Ja, T55 schafft es nicht hochzufahren. Hätte ich fast schon erwartet. Hier noch relativ viele Gegner in der Mitte rumlungern. Jetzt hätte ich zum Beispiel eine HE laden können dafür. Ja, da war der Chariot hier. Nur drauf gewartet. Hm. Sieht nicht optimal aus. Wir haben gleich ein Top-Tier-Medium verloren hier. Und jetzt fährt der 1390 da hoch. Da habe ich jetzt noch eine mitgegeben. Das passt. So, komm hier wieder ran, wenn sie rüberfahren. Ich sehe gerade, ich habe so kleine Lags heute. Deshalb spackt der Aim-Kreis auch manchmal so ein bisschen. Nice, unsere Heavys gewinnen das. Das ist klasse. Jetzt kann ich den gleich Licht machen. Nice one. Auf die Mediums hier vor mir. Und dann können wir uns gegenseitig die Ziele hier spotten. Und eventuell sogar die Basis aufmachen. So, der Mod 1 wird hier stehen und eventuell die Heavys abaimen. Zum Beispiel ihm da hinten reinballern. Wunderbar. Ja, ich bleibe einfach mal hier zentral stehen. Durchpushen möchte ich noch nicht ganz. Naja, genau. Solche Spots beispielsweise holen. Okay, okay, okay. Ihr seht, TDs, ihr habt nichts anderes zu tun. Bleef! Naja, nicht ganz. Wieder verrissen. Bewegt sich aber auch komisch stark. Grindet irgendwie so ein bisschen an der Wand lang. Aber der geht rein. Wunderbar. So, ich schaue gleich nochmal, ob ich hier jemanden spotten kann. Ah ja, ihn. Darauf können die Heavys schießen. Oh, der hat nur hier drauf. Nirgendwo anders. Okay. Nice. Ja, da ist die angesprochene Genauigkeit. Wunderbar. So, Prototyp, ich warte drauf, dass du aufgehst. Und dann kriegst du hier ordentlich eine zurück. Ja, meine Position hier ist relativ zentral, um in jede Richtung schießen zu können. Ist eine sehr gute Position, man muss vorsichtig sein. Ja, gesehen, die TDs haben mir immer relativ schnell gegeben. Aber man kann halt wirklich gut spotten und in jede Richtung schießen. Ja, und wenn hier kein Medium ist, um diese Funktion zu übernehmen, dann kann das auch ein Lighting sehr gut machen. Gerade hier der Ruhm mit so einer guten Kanone. Ja. Ich glaube, der Proto steht da. Ja, direkter Treffer. Steht dann neben dem Bunker und wartet einfach nur. Bisschen Schiss, dass er jetzt rückschießt oder sowas. Ah ja, da ist der Mod 1. Da ist der Defender wieder. Jetzt RNG, komm. Oh. RNG giveth, RNG taketh. Kennt's alle, ne? Schutzwagen steht da irgendwo.
Mal verlieren wir das etwa, Leute? Ja, es ist gerade ein bisschen stagniert hier, diese ganze Push. Deshalb würde ich sagen, ich probiere es über die andere Flanke. Ja, hätte jetzt erwartet, dass unsere Heavys da einfach durchrollen. Und alles auseinandernehmen, aber jetzt haben wir hier Platz. Defender ist tot. Jetzt kann ich hier über die Bergstraße ein bisschen Druck machen. Nummer 1 spielt das clever. Wisst ihr, was ich am lustigsten finde? Unsere beiden TDs in der Basis. Ja, ja, lass sie ruhig kommen. Wir sind bereit. Wir beschießen sie. Den Leuten fehlt noch ein bisschen das Spielverständnis. Ich meine, Basis verteidigen, schön und gut, aber in so einer Situation vielleicht dann nicht mehr nötig. Hier vorne wird gerade alles gebraucht, was irgendwie Schaden machen kann, weil unsere Leute sterben gerade. Ziemlich hart. Uiuiui. So, lade jetzt Heat, weil ich... Ach, hab schon Heat dran. Lul. Weil ich weiß, wie eklig die Prototypes frontal sein können. Unser Team wirft das gerade ganz schön weg hier. Nicht mehr allzu viel Munition dabei. Oh, sagt mir nicht, Leute, ihr seid gerade alle draufgegangen. Und deswegen eine Mod 1. Könnt ihr mir nicht erzählen. Aber gut, hey. Your random teammates, ne? Er sieht mich nicht. Das ist der Baum hier, der mich schützt. Nice, Sherrod hier. Guter Kill. Jetzt überlege ich, schieße ich nicht. Will ja eigentlich nicht meine Situation, Position verraten. Will hier eher ungespottet Richtung Bergstraße wieder wegfahren. Genau, weil ich vermute, dass der Mod 1 irgendwas versucht. Ja, wunderbar. Eventuell hat er auch getroffen und durchschlagen. Ich frage mich immer noch, was unsere beiden TDs in der Basis machen. Das konnte ich noch nicht ganz rausfinden, weil sie wirklich einfach nur da stehen und ja. So, du bleibst hier oben stehen, Super Pershing. Wir brauchen dich einfach nur als Kanone, okay? Mehr brauchen wir nicht. Just stay. I will. Sehr gut. Kommunikation, das ist schon mal sehr schön. Gibt schon mal Pluspunkte. Aber was er da oben macht, er spottet, sobald ein Gegner da oben lang fährt und er kann halt den Leuten in die Flanke schießen. Das ist eigentlich noch das Wichtigere dran. Mod 1 hat relativ gutes Camo-Rating für ein Medium, aber ich sehe, der Skorpion ist schon, der nimmt schon Feuer. Hier ist schon unter Beschuss. Kann gut sein, dass er hier in der Mitte steht und spottet. Wir versuchen hier auf ca. 400 Meter mich zu halten. Das ist so eine Grenze, wo er mich nicht spotten wird, aber ich ihn auf jeden Fall aufmachen kann. Skorpion wurde gerade beschossen, habe ich das richtig gesehen? Okay, sehe den Mod 1 nicht. Ich fahre mal ein Stück näher ran. Ah, wo ist er hin? Ist er vielleicht da hochgefahren? Es wäre gar nicht so unklug, da hochzufahren. Glaube ich nicht. Beschießen sie sich gegenseitig? Nee, oder? Ha, wir haben genug Zeit. 6 Minuten ist mehr als genug Zeit. Wäre halt cool, wenn die beiden Kollegen in der Basis irgendwie sich integrieren würden. Und nicht einfach dastehen würden. In komplett sinnlosen Positionen. Der Chat ist auch immer wieder Gold. So, der Streuwagen wäre ich nicht spotten können. Er wird mich 100% outspotten, falls er im Busch sitzt. Das heißt, den will ich eigentlich meiden. Denke nicht, dass er sich allzu weit verlegt haben wird. Deshalb, ja, geht es eher, den Mod zu finden. Kann gut sein, dass er komplett zurückgefahren ist, mit in die Base. Wie gehen wir das am besten an? Eigentlich kann ich hier nur auf den Super Pershing und auf die Arti zählen. Das ist das Einzige. Ah ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und er ist One-Shot. Wunderbar. Genau, hab gewartet, um das bestmögliche Schussfeld zu haben.
Hat das Glück, er blieb sogar stehen. Sogar seitlich, deshalb. Ja, wenn kein Druck auf euch ist, nehmt euch die Zeit. Ja, nicht irgendwie jetzt den Schuss zu früh absetzen und dann vermasseln. Nehmt euch die Zeit. So. Er fragt jetzt, ob er losfahren sollte, aber ich bin nicht der Meinung, dass er jetzt schon fahren sollte. Wir versuchen hier wieder über große Distanz zum Beispiel den Proto aufzumachen. Der, ich denke, immer noch da oben steht. Mensch, der Jagdtiger, ey. Können wir eine Runde Applaus für ihn bekommen? Er hat es geschafft, sich aus der Basis rauszubewegen. Mensch, du. Applaus, Applaus, Junge. Sehr gut. Hat ja nur noch 1500 HP. Ja? Könnte ja einen Kratzer im Lack riskieren. Wollen wir alle nicht, deshalb. Geht das hier passiv an. So, wäre jetzt hier ein bisschen aggressiver. Geht davon aus, dass der Stritzwagen sich nicht verlegt hat. Und Brodo sollte hier oben stehen. Ah ja, guten Tag. Einen kriege ich noch raus hier. Wunderbar, jetzt ist er One-Shot. Und ja, die macht es perfekt, wirklich perfekt. Wie es im Buche steht. So, und jetzt kannst du los. Stritzwagen hat sich jetzt höchstwahrscheinlich in meine Richtung gedreht. Und der Super Pushing kann jetzt losfahren. Let's go, Kollege. So. Eine gute Pussy ist da oben, dieser Busch. Da kann man sich zurückziehen, hat man einen Busch. Ziemlich praktisch, aber ich denke eher, dass er hier so steht. I think he is here. Oh, die Arti schreibt auch noch, dass er noch im Reload ist und wir warten sollten. Das ist top. Ja, wir haben die Positiv- und die Negativbeispiele für Random-Spieler. Okay, I ready. Oh, ein Traum ist das. So, warte jetzt hier auf die Aktion des Super Pushings. Such mal hier das bestmögliche Schussfeld, wahrscheinlich eher von hier so. So, eigentlich sollten wir jetzt ein bisschen loslegen, weil falls er hier nicht ist, dann sollten wir cappen und dafür brauchen wir viel Zeit. Komm, Super Pushing, let's go. Ah, er steht da und schaut in meine Richtung. Wunderbar. Hat mich gespottet, ist aber okay. Dreht sich jetzt um. Ist immer noch im Siege-Modus, ist aber gestunt. Nice, wunderbar. GG, sehr schön. Ah, das war doch hübsch hier. Zwei mega schlechte Runden, aber auch eine super Runde hier mit schönem Teamwork. Freut mich immer, ja, das zu sehen, dass es solche Runden noch gibt, dass es Spieler gibt, die kommunizieren und mitdenken. Das ist sehr cool. Leider, leider, leider eine Seltenheit geworden in letzter Zeit in dem Game. Leider, leider. Jetzt ein Fenster zu machen. Wunderbar. Ja. Nicht allzu viel gespottet. Ich meine, war nicht wirklich viel zu spotten, die Runde. Hab am Anfang meine Spots gegeben. Konnte außer Arti noch nicht wirklich viel draufschießen, aber war halt so der zentrale Dreh- und Angelpunkt des Teams. Und hier, GG an ihn, Mann. Er hat das gecarried, ja. Er war eigentlich der wahre MVP hier in der Runde. Also, well played an ihn. beide null Schaden. Wie konnte das passieren? Aber hey. Alright, Leute, das waren drei Runden mit dem Panzer. Mein Fazit zu dem Tank, ich denke, definitiv einer der besten 9er Mediums und 9er Light Tanks. Und wenn wir auf die ganze Reihe schauen, denke ich, definitiv einer der besten ab Tier 6. 10er Rheinmetall Panzerwagen finde ich nicht allzu geil, weil er ist riesengroß, ist klobig wie Sau, ja, wie so ein Schiff und ist dadurch viel einfacher zu treffen. Auch ein riesen Arti-Ziel und generell Dirpgun-Ziel, also generell einfacher zu treffen. Und was ihn als Scout mehr oder weniger unbrauchbar macht, ist zwar nochmal ein bisschen schneller, aber ja, Leute, die gut treffen, die hauen das Ding wirklich schnell aus dem Leben. Und hier finde ich es einfach klasse, dass man so klein, ein bisschen beweglicher noch ist, ja, und trotzdem diese gute Kanone hat und halt auch noch relativ gut spotten kann mit so einem kleinen Profil, auch aktiv spotten kann, also gespottet sein kann dabei. Generell solltet ihr versuchen, die Stärken auszuspielen, das heißt die Kanone einzusetzen. Ich meine damit jetzt nicht, dass ihr irgendwo frontal gegen Heavies kämpft, aber dass ihr halt zum Beispiel das HE gegen Light-Tanks nutzt oder beispielsweise auf Position fahrt, wo auch Mediums spielen, die jetzt über ja, mittlere Entfernung gut Schaden machen können. Oder halt generell versucht, diese Run-and-Gun-Taktik so gut es geht einzusetzen, das heißt schnell und beweglich euch zu verlegen, da wo ihr gerade gebraucht werdet, Schüsse abzugeben und dann weiterzufahren, weil das geht mit dem Tank wirklich sehr, sehr gut.
Das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr habt was gelernt. Ganz wichtig, lasst mir in den Kommentaren wissen, was ihr von dem Tank haltet. Und falls euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Falls euch nicht gefallen hat, gebt einen Daumen nach unten und denkt ans Kommentar. Das war's. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns. Peace out.